So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge. Wieso eigentlich kleine Folge? Ich meine, das ist eine halbe Stunde. Schon ein Stück. Zu einer weiteren Folge von Mind Test. Mind Clone vielleicht. Einfach beides. Achso, stimmt da. Unser Slot ist ja voll. Warum ist hier eigentlich trockenes Gras? Das macht gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch laufen. Aber so lange ist der Weg, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Wir haben auf jeden Fall schon weit mehr als die Hälfte geschafft. Oder? Jetzt habe ich Angst. Was? Error Writing Configuration File. Ey, wie kannst du den nicht schreiben? Client Mods. Achso, vielleicht weil es den Ordner gar nicht gibt. Weil ich habe ja hier gar keine kleinen Mod drauf. Also gibt es auch den Ordner nicht. Also kann auch in dem Ordner keine Datei schreiben. Denke ich jetzt einfach mal. Ist hier echt ein so kleiner Schneeblock. Was mit dem da los? Dumme Menschen. Jetzt sogar beim Rumdrehen genau drauf gezielt. Auf den Steinblock da hinten. Nice. So. Und für die, die denken, dass es das Absicht war mit dem Rumdrehen und genau drauf gezielt sein, glaubt mir, das ist noch schwerer. Weil ich arbeite ja hier mit dieser komischen, wie heißt das? Cinematic-Kamera. Und damit ist das Ziel beim schnellen Rumdrehen noch viel schwerer. Also. Nur, dass ihr es wisst. So, hier ist dann unser Supermarker, wo wir einmal um den Berg drum rumlaufen müssen. Jetzt wollte ich hier am Strand lang laufen, weil es schneller ist. Dabei müssen wir da eh durchs Wasser. Scheiße. Warum ist da so viel Wasser? Ah, schon wieder Fisch. Egal, ab durchs Wasser. So, über den Berg geht es ja, glaube ich, schneller, ne? Und schon dann wird's verlaufen. Spaß. Hey, hoch da mit dir. Ho, ho, ho. War. So. So, jetzt aber hier. Ne? Hier kommen wir auch nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Ja, so viel zum dem Ding, zum Thema Übermerk ist schneller. Am Arsch. So, hier müssen wir jetzt eigentlich schon fast da sein, ne? Ach so, das war doch. Aua. Ich bin verletzt vom Arzt. Aua. Aber ich hab. Hä? Ich dachte, ich habe so eine Schuhe an, die meinen Federn abfallen. Was? Die meinen abfallen Fe. Die. Ihr wisst, was ich meine. Feiert jetzt hier. Ah. Ich krieg halt kein Stoßdamage oder weniger Sturzdamage. Aber irgendwie krieg ich immer noch genauso viel. Oder? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal direkt vergleichen miteinander.
Oh, jetzt kann ich wieder Steine aufnehmen. Sehr schön. Habe ich hier noch so Tomaten? Ja. Oder was auch immer das darstellen soll. Welche Beeren oder was? Keine Ahnung. Brombeeren sehen anders aus. Ja, süße Beeren. Wow. Das bringt mich auch voll weiter. Achso, genau. Ah, siehst du, genau. Jetzt sind wir schon fast da. Das ist der Berg, wo wir letztens drüber gelaufen sind. Das heißt, da sollte bald unser Haus auftauchen. Yay. Und ich dachte schon, wir laufen jetzt noch weitere 8 Stunden oder so. Aber ich glaube, bis die Sonne untergegangen ist, schaffen wir es noch fast. Zumindest wenn wir es schaffen, durchweg zu rennen. Okay. Also will er doch nicht. Weil allein die Stelle hier uns jetzt so extrem auffällt. Dass das nicht nett ist. So, bald müssen wir unser Haus sehen. Und wir finden schon? Nein, noch nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob unser Haus vor dieser Felsformation oder hinter der Felsformation ist. Aber das müsste genau neben der Fels. Doch genau, klar. Das müsste da direkt an der Kante da müsste unser Haus liegen. Ja, das ist unser Haus. Komm, ich schaffe meine Wette. Komm, ich schaffe es. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Oh mein Gott, ich schaffe es halt wirklich. Wow, es war knapp, als ich gedacht hätte. Aber. Yeah, ich hab's geschafft. Die Sonne ist noch nicht komplett untergegangen. Boah, Alter. Das ist ja King-Level. So, können wir mal wieder unseren Wiederherstellungspunkt setzen. Sehr schön. Ah, ne, Wiedereinstiegspunkt heißt das Ding ja. Bitte alle einsteigen. Sehr geil. Cool. So, dann ist jetzt erstmal hier Taschen leeren. Wir haben hier eine ganze Menge Stuff geholt. Ja, genau, wir hatten schon zwei Feuerzeuge. Aber gut, ich meine, die Dinger sind ja auch Verbrauchsmaterial. Von daher kann ich schaden, wenn man davon ein paar mehr hat. Das kann da rein. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal. Schmeiße ich die hier mit rein? Ja, so. Das kommt da auch mit rein. Das und das auf jeden Fall. So, hier ist Holz. Hier kann das und das und das rein. Stuff kommt hier. Nee, wo kommst du rein? Ach so, kommt da. Nö, sehe ich nicht. Kommst damit rein. Du auch? Du auch, du auch, du auch, du und du erst recht. Oh, da haben wir sogar schon viele. Nice. So, und die heben wir auch alle auf, aber ich packe die mal woanders hin. Hier nehme ich. Genau. So. Du kommst noch da. Du noch da. Und du noch da. Achso, Kohle kommt noch da. Und Holz kommt noch da. Perfekt. Cool. Nice. So, dann ist die Frage.
Was machen wir jetzt noch in der Folge? Wir können mal hier unser Feld bestaunen. Die ersten Kartoffeln sind doch schon draußen. Und ich weiß halt jetzt immer noch nicht. Wow. Wartet kurz. Ah. Das Spiel ist abgestürzt. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Wow. Vielleicht die hier mit dem Handy gucken, ne? Einmal kurz so machen. Dann mache ich es noch so hier. Ja, für die mit dem Handy gucken. Was passiert hier gerade? So. So. Da. Ist uns einfach mal das Spiel abgestürzt. Das ist ja interessant. Achso, nee. Kommt jetzt noch mein Test? Ah, er arbeitet noch. Sieht man hier unten? An dem Prozent. So, ja, schon am Gurgeln hier, mein Freund. Ich hätte nicht, dass jetzt gerade OBS ist und die ganze Zeit auf nichts warte. Das ist ein bisschen traurig. Ja, okay, egal. Komm, wir starten das Spiel einfach nochmal neu. So. Vollbild. Achso, für euch. So. Let's go. Tja. Hoffentlich ist das nicht irgendwie, dass da irgendein Gegenstand ist, was immer Minecraft abstürzen lässt. Hier direkt bei uns am Haus, vor allen Dingen. Weil dann wäre ich gerade schon am Arsch. Wenn jetzt das Spiel hier an unserem Haus immer wieder abstürzt. So, gut. Genau. Wir wollten rausgucken, wegen da. Wegen Felder abbauen. Genau, und ich wollte, was ich gerade sagen wollte, ist, wir müssen. Hallo? Mal gucken, ja, ob wir denn irgendwo anders her Morium bekommen. Weil ich würde natürlich schon gerne Morium einsammeln. So, wächst das Zeug jetzt hier oder nicht? Das sieht noch genauso aus, wie wo wir es eingepflanzt haben, oder? Da hat sich doch nichts geändert, oder? Blaubeerbusch 0. Busch 0. Ja, das Zeug scheint nicht zu wachsen. Das ist ja blöd. Hä? Müssen wir dafür irgendwelche besonderen Parameter bereitstellen? Irgendwie? Was? Wo? Sowas hier zum Beispiel? Also sowas ähnliches? Dass wir die Dinge irgendwo hochwachsen können oder wie? Einfach mal so eine Leiter daneben stellen, wisst ihr? Scheint aber nichts zu geben in der Hinsicht. Ah. Sehr interessant. Ich lasse die erstmal einfach so da stehen. Aber wenn die weiter nicht wachsen, dann ja, dann haben wir da irgendwas noch nicht gegebenerweise gegeben. Kann ja nochmal. Ah ne, die anderen, die wir alle gefunden haben, haben wir direkt aufgegessen. Überschuss haben wir keinen. Schade. Ja, warum weiß ich nicht. Das ist ja interessant. Naja, gut. Machen wir wieder ein bisschen Gartenarbeit hier. Rum. Verstehe ich nicht.
Achso, für die, die sich wundern, dass ich das ganze grünes Zeug hier mit abernte. Ab irgendeinem Punkt ist es einfach schneller, wenn du einfach alles aberntest, als zu versuchen, den grünen Punkten auszuweichen. Bei den Massen, die wir hier ernten, ist das tatsächlich völlig egal. So, dann würde ich jetzt die Kartoffeln nach hier umsiedeln. Das mache ich dann jetzt entsprechend auch gleich. Guck mal, jetzt scheiß mal hoch hier. So. Ja, die Kartoffeln müssen wir vielleicht noch ein bisschen aufpassen, weil da ist der Verlust doch ein bisschen größer. Ich meine, gut, auch da haben wir mittlerweile so viele Kartoffeln, dass wir es verkraften könnten. Aber muss ja nicht sein, ne? Aber doch reichlich geerntet. Toll. Bitte, so kann es erstmal bleiben. Wie gesagt, hier schätzt mal, dass da fehlt hier nur irgendwas. Oder die brauchen trockenen Boden oder was? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier einfach ein und abreiße, bekommen wir gar nichts. Okay. Also da ist irgendwas definitiv noch nicht ganz so richtig. Alter. Diese Melone, die wachsen halt so kacke schnell. Sobald man einmal eine Melone hat, braucht man eigentlich nichts anderes mehr. Die sind... Das hätten sie mal ändern können, ja? Weißt du, von so diesen Dörfern machen sie so diese Spawnrate niedriger, von den Dungeons machen sie niedriger. Aber das hätten sie mal niedriger machen können, dass die Kürbisse so extrem schnell nachwachsen. Weil das ist wirklich total übertrieben. Wie schnell die wachsen, das ist echt... Geht auf keine Kuhhaut. So. Hätte man es so mal gesagt hier. So. Wir haben zu viel Stuff. Fällt mir gerade mal auf. Wobei, nee, das Fragmenten war ja, das haben wir ja hier oben gelagert, ne? Nee, haben wir auch nicht. Dann halt bleibt es halt hier hinten. Egal. Aber wie gesagt, Futter kommt man nach hier unten. Das will ich jetzt nicht alles da oben rum zu bammeln haben. So, ungefähr. Perfekt. So. Hier so schon das erste wieder fertig. Sehr geil. Ja, wo kriegen wir Mogul her? Offen gesagt, ich habe absolut keinen Plan. Wir können bloß noch auf Dungeon-Suche gehen, also hier auf Minen-Suche gehen, lass uns immer also an manchen Stellen runtergraben oder nach Höhlenausschau halten. Aber das wird scheiße schwer. Oh. Hier kann man gar nicht essen. Dann kommt es da mal rein. Perfekt. Ja, weiß ich nicht. Ich suche, denke ich, hier voll mal. War das so? Ja. Oh, 8 Stück kriegt man da gleich draus. Ui. Da machen wir es erstmal nur einmal. Ah, zweimal. Und der Rest kommt erstmal wieder zurück. Das ist ja viel zu viel da. Ich meine, schön, dass man das da so viel rausbekommt, keine Frage. Aber da ist ja gleich unsere Kiste voll, wenn wir das ganze Zeug umwandeln. Vor allem brauchen wir vielleicht das Stroh noch für andere Sachen. Weizen. Och, Alter. Leck mich. Bleibt die Tür halt auf. Ist mir egal. So, wo sind noch Höhlen, die wir noch nicht erforscht haben? Eigentlich haben wir hier alle Höhlen erforscht, ne? Ich gehe mal trotzdem ein bisschen durch die Gegend. Dann nehme ich mir mal doch mal was zu essen mit. Und zwar am besten die Melonen. Aber davon haben wir jetzt echt so scheiße viel. Da können wir einen Laden aufmachen. Ganz ehrlich. Haben wir noch ein bisschen Gammelfleisch? Weil Gammelfleisch ist natürlich...
noch höher im Kurs. Aber die haben wir alles aufgefüllt. Ja. Okay. So, die Höhle haben wir schon ausgiebig erforscht. Wir müssen also mal eine andere suchen. Ich würde mal gerne da oben auf den Berg rauf gehen. Mal gucken, wie es da so aussieht. Wie auch immer man da günstig draufkommt, ich habe keine Ahnung. Da sieht mir alles nicht begehbar aus, ne? Ich muss einfach kurz was trinken hier. Uäh. Sonst sterbe ich noch. Guter Nektar. So. Dann latschen wir mal rum und gucken mal, ob wir auf den Berg raufkommen. Hier sieht es auch nicht wirklich begehbar aus. Kann doch nicht sein, hallo? Was ist los mit dem Berg? Ernsthaft? Was ist los mit den Fischen hier? Der uneinnehmbare Berg. Darauf eine Festung bauen, dann bist du sicher. Wieso keine Laufgeräusche mehr? Interessant. Und es wird natürlich dunkel. Digga, kann doch nicht sein, dass man nicht auf diesen Kackberg raufkommt. Oh, wir haben auch gar keine Fackeln bei. Das heißt, wenn wir da raufkommen würden, könnten wir da eh nichts machen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier ein bisschen Kohle mit. Bisschen Holz. Hey, eben der Werkbank haben wir auch nicht dabei. Scheiße. So. Sehr schön. Und jetzt können wir uns daraus ein bisschen Fackeln machen. Da fackeln wir auch gar nicht lange. Immer her damit. Wow. Weißt du was? Hier komm. Für die Natur. So, kommen wir hier günstig rein? Ja, so semi. Ich baue dich mal ab. Oh, kommen wir ein bisschen besser rein. Gibt's hier eine Mine? Ja, da vorne. Hä? Das sind Fackeln von mir. Was ist denn hier los? Like, what the fuck? Wow. Ja gut, das heißt, die war ich auf jeden Fall schon mal drinne und ach, deswegen, weil ich hier wahrscheinlich mal die Flucht ergreifen musste oder so. Dieses Schwert, ne, ist halt einfach so overpowered, dass man, ja, dass das Schwert halt absolut keinen Schaden bekommt. Oder besser, jeden Schaden, den das Schwert bekommt, wieder gut geschrieben wird. Und sogar noch mehr. Also ist wirklich ein bisschen sehr OP. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht das stärkste Schwert, ja, das heißt, man braucht schon noch, was ist mit diesen Fischen los? Man braucht schon noch ein paar Hieber, bevor, ne, der Gegner zu Boden geht. Also in der Hinsicht ist es nicht overpowered. Aber alleine, dass es halt unendlich lange hält, ist halt schon krank. Ja, ich glaube, auf diesem Berg da oben gibt es keinen Weg. Da müssen wir uns entweder hochbuddeln oder irgendwie eine Leiter oder sowas hochbauen oder irgendwie so. Aber der ist unannehmbar. Gibt's doch ja nicht.
Wer findet denn solche Berge? Mal gucken, was hier so kommt. Da ist gar nichts, okay. Ob man hier ein bisschen besser hochkommt. Ja! Wow! That is it. So, wo ist unser Haus? Unser Haus ist da vorne. Ah, wir sind auf dem Berg drauf. Geilomato. Cool. Operation Hinkelstein erfolgreich ausgeführt. Mal klar, wie wird dieses Kack. So. Aber Höhlen gibt es hier oben auch nicht. Oder was anderes Verstecktes. Und sie haben jetzt, wie gesagt, auch nichts irgendwie dabei. Kein Bett oder sowas. Ja, nee. Ich glaube, das wird nichts. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich gucken, dass einfach die Nacht mal wach bleiben und genau hier solche Viecher abballern. Aber das würde ich dann wahrscheinlich lieber unten bei uns machen, als hier oben auf dem Berg, der ganz schön durch die Bäume unübersichtlich ist. Ich glaube auch nicht, dass wir solche Zombies irgendwie komme ich überhaupt runter? Ja doch, runter kommen wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier an Karotten rankommen, wenn wir die ganze Zombies umbringen. Weil bei den Zombies haben wir bisher noch nie irgendwas in die Richtung bekommen. Ja. Es ist erschreckend dunkel. Soll ich hier mal so einen Leuchtpfad bauen, damit man wirklich die Gegner zumindest auf den Leuchtpfad locken kann, damit man ein bisschen besser sieht. Alles nachgewachsen hier. Alles nachgewachsen. Das kannst du da keinem erzählen. Ja, alles außer hinten die Bären. Naja, vielleicht können wir da mal nachher ein bisschen mit Bone Meal rumexperimentieren. Vielleicht wachsen die nur mit Bone Meal. Zugabe. Ja. Oh, guck mal, hier mal ein paar Feinde. Hallo, Zombies. Ja, da Zombies. Ja, das funktioniert ja gut. Mit den Zombies hier. So, da haben wir schon mal ein Skelett. Da erschießt er mich einfach. Achso, apropos erschießen. Achso, Nahrung haben wir ja dabei. Ah, nur Gammelfleisch. Kannst du machen, was du willst. Du bekommst nur Gammelfleisch von dem. Das ist doch Kacke. Das sind Spoilers mal ein paar hier. Na gut. Ja, nee. Ich glaube, das bringt alles nichts. Dem los, Alter. Immer diese Leute mit Firmware-Fehler. Oh, ist ja ein Zombie. Also ein anderer Zombie. Aber auch nur Gammelfleisch. Ja, nee, das tut nichts. Okay.
Das heißt, wir müssen definitiv in Höhlen reingehen. In so Minenschächte. Und da gucken, ob wir bei den Kisten irgendwie was bekommen. Alles andere wird gar nichts. So, zumachen hier. Das war mal voll ins Mikrofon. Ist doch so ein Haar im Gesicht. Was ist denn los? Bist du bekloppt, was du da ja? So, let's go. Jürgen, mal gucken, was wir so alles bekommen haben. Wann und wo und wie? The Mother of God of Everything. Okay. Als allererstes Bone Meal. Habe ich noch kein Bone Meal? Ich habe nur Knochen. Bone Meal habe ich noch keinen. Ich meine, Knochen haben wir mehr als genug drin, aber hier oben noch das ganze Ding drin, das da. Und wir haben ja auch unten in der Höhle noch so Fossil rumliegen, ne? Also, Knochen haben wir zum Glück mehr als genug. Aber wir haben daraus echt noch kein Bone Meal gemacht. Lol. So. Ja, kommt. Als allererstes das Zeug hier abbauen. So, und jetzt werden hier Karotten gezüchtet. Du kannst du aber deinen Eltern erzählen. Deinen Kindern und deinen Kindeskindern. Bam, bam. So, wo ist die Moorrübe? Da ist die Moorrübe. Linksklick oder rechtsklick? Rechtsklick, okay. Eine. Ah, sieht schon besser aus. Digga. Was ist denn da bitte schon die Rate? Dreimal kannst du raten. Oh, okay. Man kann also auch sehr viele bekommen. Ja, dann geht's ja fast. Dann hat man da im Durchschnitt wahrscheinlich doch einen relativ hohen Gewinn. Oh ja, da sieht doch schon besser aus. Holy moly. Jürgen. Nein. Es tut mir doch so leid. Für dich würde ich alles tun. Oh, reicht erstmal. Gutchen, das war schon mal schon ein Anfang. Geil. So, jetzt guck ich mal hier. Gar nichts. Die nehmen das Zeug nicht mal an. Es wird nicht weniger. Ups. Entschuldigung. Ja, was? Gut, gucken wir mal nächste Folge. Ja, ich habe keinen Plan, was wir da mit diesen Büschen machen müssen, weil die haben ja feuchten Boden. Na, gucken wir mal nächste Folge. Bis dann.